keine Macht für niemand oder alle Macht den Räten. Das ist die große Veranstaltung unserer kleinen Reihe. Alle Räte für Europa oder Europa den Räten. Räte werden gefordert von gewerkschaftlicher Seite und sie sind eine große Forderung oder erst so richtig vernommen worden durch verschiedene Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen. Ich glaube, dass das eine gute Form sein kann, um diese sogenannte Demokratiemüdigkeit aufzuhalten, wo Leute fühlen, sie werden nicht gefragt, sie können sich nicht beteiligen. Und ich glaube, dass es ein bisschen was tun kann gegen den Rechtsruck. Wie kommen wir zusammen, um wirklich die Lebensbedingungen auf diesem Planeten, und zwar an allen Orten, gut zu gestalten? Meine Räte heißen nicht Räte, sondern Beiräte. Das ist natürlich schon eine furchtbare Abmilderung, weil ich nicht möchte, dass diese Räte entscheiden. Einmal Partizipation als Ziel, zum anderen Nachhaltigkeit als Ziel. Wir tun so, als ob das eine Mittel zum anderen ist. Das ist es aber nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr das nicht selbst hinkriegt, dann beruft doch einen Gesellschaftsrat ein, wo Leute aus allen Teilen der Gesellschaft zusammensitzen. Dann sitzt da die Veganerin aus Neubrandenburg und der Autofan aus dem Ruhrgebiet, sitzen da zusammen, können ein gemeinsames Verständnis füreinander entwickeln. Wir leben in einer Gesellschaft von Klasse gegen Klasse, die extrem antagonistisch ist, in der extrem unterschiedliche Klasseninteressen vorherrschen. Wir müssen uns die Wirtschaft aneignen als Thema und als Feld und sie nicht irgendwelchen Checkern überlassen. Also. 1, 2, 3. Heute 25 Euro Busgeld für Fahrradfahrer.